Es war ein spannender Nachmittag. Es wurden sehr viele gute Dinge hier gesagt, sehr viele Fakten, sehr viele Zahlen wurden uns gezeigt. Und das Thema des heutigen Tages eben schlägt bei mir sofort in der richtigen Herzhälfte zurück. Made in Deutschland oder Made in Germany. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo man wirklich auch die Motivation angliedern kann. Ganz kurz zu mir. Ich bin 67 Jahre alt, bin hier in München aufgewachsen, komme aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Meine Mutter war Putzfrau. Mein Vater kam erst aus der Kriegsgefangenschaft zurück, als ich 7 Jahre alt war. Meine Großmutter, bei der ich zeitweise aufwuchs, war eine Grande Dame. Meine Mutter hat immer gesagt, Bur, wir sind arm, wir lassen uns nichts gefallen, wir kämpfen. Und das ist auch ein Thema für Sie alle. Ohne Kämpfen läuft nichts mehr in dieser Welt, denn wir liegen alle in einem Wettbewerb. Selbst Coca-Cola hat Wettbewerb, also Mercedes hat Wettbewerb, Audi hat Wettbewerb. Das heißt, es braucht einfach Kraft. Und Kraft ist das Thema, was wir alle nicht unterschätzen sollen. Denn wenn man Kraft leer irgendetwas tut, dann kommt eben einfach nicht der erste Platz raus oder ein Spitzenplatz, sondern dann landet man quasi an den hinteren Plätzen. Ich bin mit 14 Jahren hier in München in eine Lehre gegangen als Großhandelskaufmann, habe dort so richtig die ersten Sporen verdient, grauer Kittel, man musste die Theke wienern, man musste einfach ständig im Trab sein, man wurde auch irgendwo gefragt, was hast du heute gemacht, was tust du? Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, meine Damen und Herren, dass Sie auch mal in Ihrem Leben kontrollieren, sind Sie denn auf Vorwärtsmarsch oder sind Sie im Stillstand oder sogar im Rückwärtsgang? Denn manchmal merkt man das viel zu spät, dass man nicht mehr in Bewegung ist. Denn Motivation heißt Bewegung. Movere heißt, ich bewege mich. Ja, und ich habe mich mit 14 Jahren dann weiter bewegt und habe dann den Großhandelskaufmann abgeschlossen und habe das Gefühl bekommen, alles, was im Leben machbar ist, heißt auch, solange du an dich selbst glaubst, hast du alle Chancen im Leben. Und meine Chance war ganz klar, ich wollte raus aus der Armut. Und viele Menschen haben einfach eine, ja, vielleicht eine Herzensarmut. Sie haben vielleicht eine Armut an Bildung. Sie haben vielleicht eine Armut an Freundschaften. Sie haben eine Armut an, ja, an Seele. Sie haben Armut vielleicht auch darin, dass sie sagen, ja, ich bin nicht mehr so gut drauf wie früher. Irgendwie, mir fehlt etwas. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, eine Studie sagt, 95% von uns Deutschen haben kein echtes Ziel. Und eines ist klar, wo kein Ziel ist, ist niemals Motivation. Also das können Sie wirklich so abhaken. Also wer kein Ziel hat, kommt auch nie in die Motivation. Er meint, er kommt in die Motivation, aber das ist nicht Motivation. Motivation ist ein Gefühlszustand. Ich fühle mich einfach gut, ich fühle mich energiestark. Wenn ich Ihnen heute einfach meinen Tag sage, er war wunderbar. Er ging in der Früh um 4 Uhr los, mal schon geschwommen. Dann um 5 Uhr mache ich meine Holy Hour, denke mal über den Tag nach. Dann geht es in die Lejeune Akademie. Dort sind motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dort sind wir gut aufgestellt, denn es gibt nichts Ansteckenderes als motivierte Menschen. Als Menschen, die authentisch sind, Menschen, die irgendwo Freude haben am Leben. Denn eines ist klar, Motivation ist einfach eine Lebensenergie. Und bei mir war es dann so, als ich ausgelernt hatte, war für mich der Drang klar. Ich war damals in einer wunderbaren Branche. Und Glück muss man sich verdienen. Und ich hatte das Glück, einfach in der damaligen Branche zu landen, was eben Elektrotechnik war, elektrotechnische Spezialartikel. Aus der Zeit kennen wir uns, Herr Pomscher. Das heißt, es war alles, was mit Deutschland, mit Innovation zu tun hatte, habe ich verkauft. Wo bleibt jetzt der Applaus? Meine Damen und Herren, also alles, was ich wirklich, also es ging los mit Bananensteckern, es ging los mit Lämpchen, mit Batterien und dann diese ganze Technologie, die ja uns Menschen schneller macht. Wir haben heute, meine Damen und Herren, wir haben heute eine spannende Telefonnummer. Sie alle, wir alle. Die geht los mit 24 7 365. Die Welt ist 24 Stunden geöffnet, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Wenn Sie an Flughäfen gehen und meine Apotheke anschauen, Sie können nachts um 11 Uhr landen, dann werden Sie sehen, da sind Menschen drin.
Und das ist die Herausforderung, dass man eben auch die Kraft hat, um eben 365 Mal im Jahr, oder jetzt in diesem Jahr 366 Mal, wirklich gut drauf zu sein. Und davon erzählt Ihnen mein Vortrag heute. Gut drauf sein ist mega. Jammern ist immer noch die zweite Fremdsprache in Deutschland. Wir jammern. Es gibt andere Länder, die sprechen drei andere Sprachen, die jammern nicht, sondern die sagen, ich habe Freude, Fremdsprachen zu lernen. Aber trotzdem, und das hat schon dieser eindruckende Kongress heute gezeigt, ist so eine Sehnsucht, we come back to Germany. Zu der Qualität, zu Freundlichkeit, zu Werten. Wir sind eines der Länder in der Welt, die Werte ja, nicht nur geschrieben haben, sondern sie auch leben. Und bei mir war es eben so, ich war dann vom grauen Kittel in den weißen Kittel gelandet. Und bin dann zu einem der besten Großhandelsindustrieunternehmen gegangen, hieß damals Dr. Bürklin in München, gibt es heute noch. Er hatte quasi alles, was das Wirtschaftswunder benötigte. Und man musste hinter der Theke schnell sein. Aber man musste auch die Freundlichkeit beibehalten. Manchmal sind wir schnell und unsere Körpersprache ist nicht schnell genug. Oder wir honorieren nicht das Gegenüber. Wir schauen ihm nicht in die Augen. Wir zeigen ihm nicht, dass wir zwischen uns eine menschliche Wärme auch aufbauen können. Und das war alles bei dieser Firma. Man musste einfach schnell sein. Man wurde nach Kassenzettel gemessen. Wie viele Kassenzettel haben Sie geschrieben? Und da waren lange Samstage, da haben wir 300 Kassenzettel geschrieben. Das heißt 300 Kundenkontakte. Wenn Sie mal Ihr Leben anschauen, jetzt haben wir also Anfang März. Wie viele Kontakte haben Sie schon bis Anfang März? Wirklich menschliche Kontakte, wo Sie sagen, das ist würdig, dass ich Sie auf mein iPad oder auf mein iPhone oder auf mein BlackBerry nehme. Bei mir waren es letztes Jahr 700. Es waren 700 Kontakte, 700 Gespräche, 700 Kommunikationsbahnen, 700 Verbindungen. Und was ganz wichtig ist, daraus resultiert auch wiederum ein Network. Und ich meine ein Network mit 2T. Da passieren Dinge, wo man sagt, oh, das könnte ja der Herr so und so sein oder die gnädige Frau oder der junge Mann oder der Student. Und darum ist es eben so entscheidend, dass ich Ihnen aus meinem Leben einfach mal sagen darf, wie Motivation gelebt ist. Ich kann Sie nicht motivieren, aber ich kann Sie anregen. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie kein Ziel haben, dann werden Sie nicht motiviert sein. Und es kann ein ganz kleines Ziel sein. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Ich war kürzlich am Sonntag in einem U-Bahn und hatte nur 50 Euro dabei und wollte ein Bild am Sonntag kaufen. Dann sagte mir die junge Dame, die da den Kiosk hatte, das geht nicht. Ja, das ist vielleicht ein super Wort. Er sagt, wir beide schaffen doch das. Nein, das geht nicht. Was heißt das? Bitte motivier mich. Sag ich, schauen Sie mal, wir haben heute Sonntag. Ich möchte jetzt gerne die Zeitung kaufen. Dann wurde sie anders, ich wurde anders und wir haben es gemeinsam geschafft. Sie hat die Kasse aufgemacht. Sie hatte natürlich, sie konnte wechseln, aber sie war einfach nicht motiviert. Sie sagt, was soll ich bei dem Typen da jetzt einfach, da kommt der her so für 2 Euro oder was und dann muss ich ihm da 48 Euro rausgeben. Also, und dann habe ich mit dieser jungen Dame eine Diskussion gehabt. Er hat gesagt, ist das Ihr Beruf? Wollen Sie das? Ja, dann sagte sie, ja, ich bin gerade in Trennung und mein ganzes Leben kotzt mich an und so. Und aus dieser geht nicht, kam eine wahnsinnige gegenseitige Energie zustande. Ich habe gesagt, schauen Sie, haben Sie ein Ziel? Nein. Ja, ich bin jetzt bei meinem Anwalt wegen der Scheidung und so. Ich sage, jetzt tun Sie mal das raus, ich plädiere immer für ein anwaltsfreies Leben. Herr Professor, entschuldigen Sie bitte. Aber ich meine manchmal Mediator zu sein, Menschen auch wieder so ein bisschen die Richtung zu zeigen, ist gut. Und das tut auch gut. Wie oft sagen wir, geht nicht? Was heißt geht nicht? Geht nicht. Wenn ich motiviert bin, dann streiche ich dieses nicht aus. Geht. Nicht bei allen Dingen, denn bei allem, was man tut in der Motivation,
muss man ehrlich sein und transparent. Also man kann nicht unehrlich sein und es gibt viele Menschen, die spielen Motivation, aber die Hände machen nicht mit, der Daumen geht beim Reden so, die Körpersprache, also ich bin ein Meister der Körpersprache. Ich schaue immer die Menschen an, wenn sie reden, wie ist die Körpersprache oder auch man geht vom Pult einfach, ich hasse Vorträge, wo jemand ein Pult hat. Ja? Also das heißt, ich bin von euch abgegrenzt. Und manche Menschen gehen dann so ein bisschen daher, dann gehen sie wieder zurück, dann gehen sie wieder daher. Ja, ja, es war heute auch mal manchmal im Vortrag zu sehen, die Lösung wäre gewesen, bitte, mein Herr, können Sie vielleicht das kurz mal ausschalten, damit ich nicht im Licht stehe? Ich habe es auch so gemacht. Motivation ist etwas, was viele, viele Facetten braucht. Aber eine ist klar, ehrlich. Wir leben in einer Welt, wo es viele, viele, viele ehrliche Menschen gibt, aber wenn man ehrlich ist in Deutschland, braucht man ein schnelles Pferd. Und wenn man dann in gewissen Netzwerken drin hängt und sagt, ich kann ja gar nicht ehrlich sein, weil dann sagt mein Chef, wenn Sie das nochmal sagen, mahne ich Sie ab oder ich versetze Sie, das wird nicht mehr lange anhalten. Denn wie zuerst Herr Pomschade sehr gut ausgeführt hat, liegen wir auch in einem menschlichen Wettbewerb. Die motiviertesten Menschen machen das Rennen. Produkte, Qualität, Service, Preis ist ein Must-Have. Also wenn einer sagt, ja, also kommen Sie zu mir, weil wir haben den besten Preis. Das ist heute die drei Punkte Preis, Lieferzeit. Das wissen wir aus der Halbleiterindustrie. Wir waren in dieser Industrie tätig, da gab es einen Todesfall. 1984 ist die Preisliste verstorben. So, und heute ist es ja genauso, wenn die Preisliste immer da ist, ist alles Verhandlungssache. Und Leben ist auch Kommunikationssache. Wie lebe ich? In welchem Bereich lebe ich kommunikativ? Wie gehe ich um? Wie gehe ich um mit meinem Nachbarn? Wie gehe ich um mit meinem, also zum Beispiel mein Nachbar hat jetzt, ich ziehe in eine neue Wohnung ein, mein Nachbar hat also 15 Paar Schuhe vor der Türe stehen und ist mein direkter Nachbar. Und ich bekomme jetzt einfach meine besten Freunde zu Besuch und dann sage ich, jetzt meine neue Wohnung. Und dann sagen die, aha, 15 Paar Schuhe, sind das deine? Was muss ich da machen? Ich muss den Nachbar sagen, vielleicht mit einem Blümchen. Mein Name ist Erich Lejeune. Ist schön, ich freue mich, dass ich Nachbar bin, darf ich mich vorstellen. Und Sie haben ja sicherlich, weil die Wohnung momentan leer ist, lange Zeit jetzt quasi dort oben die Solo-Nummer gehabt. Und ich würde Sie bitten, das können wir besser machen. Und ich denke, wenn er das noch ein paar Mal macht, ja, dann tue ich auch meine Schuhe raus. Dann verstecke ich ihm ein, tue den Speicher auf oder sowas. Wie sauber denken wir? Wenn man denkt, braucht man die Motivation. Denn, so wie ich bin mega gut drauf heute. Gestern, vorgestern, ist immer gleich. Weil ich einfach sage, ich nehme mir die Zeit, um darüber nachzudenken, für so ein gutes Unternehmen einen ordentlichen Vortrag zu halten. Und nicht sagen, jetzt komme ich daher und dann mache ich irgendetwas, sondern ich schaue mir das ganze Ambiente an und sage hier, das ist eine gute Sache, denn das müssen Sie auch wissen. Sie sind ja alle Verfechter, dass wir in Deutschland wieder bessere Konditionen haben, dass wir Deutschland als Wettbewerbsland Nummer 1 positionieren mal. Also ist es gut, uns alle hier zu verbinden, zu vernetzen, zu sagen, wir gehen raus und erzählen das. Wir haben heute die Fernsehaufzeichnung, also Sie sehen, schon viele Menschen hier. Und das ist gut so. Ja, lassen Sie mich sagen, ich bin dann bei dieser Firma gewesen und habe gemerkt, es ist schön, etwas zu tun und dabei erfolgreich zu sein. Aber Erfolg heißt immer, es muss etwas erfolgen. Und zwar Tag für Tag. Tag für Tag. Warum sind so viele Managementplätze heute mit Wackelkandidaten besetzt? Warum ist in vielen Firmen so eine schlechte Stimmung? Weil man nur auf Zahlen schaut, nur auf Shareholder Values, nur auf Druck, 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 Druck. Man sagt, früher hat man gesagt, am Wochenende ein schönes Wochenende, alles ist weg. Früher waren Weihnachtsfeiern, zu Ostern ist man irgendwo mal wohin gefahren. Ja? Betriebsausflüge, alles wird gekürzt. Das halte ich für wahnsinnig gefährlich. Und es ist ein großer Run wieder zurück zu Freude, zu guter Stimmung, zu guten
Kollegen, Kolleginnen und meine Damen, ich kann Ihnen auch sagen, die Zukunft ist weiblich. Wir leben in einer emotionalen Welt. Ich bin der Meinung, dass viele Dinge in den Krisenjahren, die wir haben, und wir werden sicherlich noch weitere Krisenjahre haben, wir werden immer wieder Höllen und Berge besteigen, wir werden einfach einen wahnsinnigen, volatilen Markt haben, nicht nur an der Börse, nicht nur in den Firmen, sondern auch in der ganzen weltweiten Entwicklung. Und da braucht es Loyalität, da braucht es Menschen, die zusammenhalten und da braucht es Kraft. Und schauen Sie, als ich dann gemerkt habe, in dir steckt ein Verkäufer, wie gestern die Süddeutsche Zeitung geschrieben hat, wenn Lejeune jemand besucht in der Lejeune Akademie, kann sein, dass er mit einer Rheumadecke rausgeht. Ja? Also das heißt, verkaufen ist ein Muss. Nicht um Teufel komm raus, aber verkaufen heißt überzeugen. Und egal in welcher Situation Sie sind, Herr Fehde, der gerade den beeindruckenden Vortrag gehalten hat, der muss sich genauso gut verkaufen im Bereich der Finanzabteilung wie jemand, der im Vertrieb ist oder wie jemand, der vielleicht unten an der Rezeption sitzt. Denn Rezeption ist der erste Kontakt, den ich habe. Und ich finde immer es so schade, wenn ich in Firmen reingehe und dann steht dort ein Telefon, ja, und da steht, wählen Sie Nummer 22324 und dann stehst du da und das ist der erste Eindruck. Leer, nichts mehr los. Abbau. Kosten sparen. Negativ. Negative Stimmung. Angst. Kündigungen per E-Mail. Gehst rein, machst auf und sagst, die Abteilung so und so ist leider ja, soeben verstorben. Das passiert auch in unserem Land. Aber wir in unserer Lejeune Akademie, wir sind wirklich auf einem Produkt drauf, das ist sensationell. Es ist ein Monopol. Denn unser Leben, die Leute, die in dieser Akademie arbeiten, haben alle ein Leben mit eingebracht. Und ich kann Ihnen sagen, und das erzähle ich Ihnen jetzt, wie es weiterging. Ich bin dann im weißen Mantel gewesen, habe gemerkt, hey, in dir steckt was. Es macht so Lust zu kommunizieren. Schauen Sie, wenn ich im Flugzeug bin und ich fliege jetzt mal nach New York, dann gehe ich mit Sicherheit mit 5, 6 Visitenkarten raus. Weil ich rede mit meinem Nachbarn und meiner Nachbarin, wo kommen Sie denn her? Und ich gucke dann manchmal so vor in die ersten Reihen und dann gibt es Menschen, die steigen ein, kriegen einen Shampoos, kriegen einen Kaviar und dann noch einen Shampoos und dann nach 2 Stunden Flugzeug, U-Bahn, egal wo man ist, wo Menschen sind, sind Kommunikationswege. Und interessante Menschen sind natürlich auch interessante Netzwerke, die man ausbauen kann. Ich will Ihnen sagen, ich habe gerade wieder kürzlich einen interessanten Menschen kennengelernt. Und zwar die Schwester von Barack Obama. Sie war in meiner Fernsehsendung und es war gigantisch, was diese Frau macht. Und ich habe erfahren, dass zum Beispiel Yes We Can war Aoma. Weil sie wollte immer Fußball spielen mit ihren Freundinnen und haben gesagt, that's not for female, that's for male. Dann sagt sie, yes, we can. Dann habe ich sie gefragt, ja, wie war das? Sagt er, das hat Barack von mir geklaut. Man lernt, wenn man unterschiedliche Menschen sieht. Und vor allen Dingen, wenn man Menschen in allen Altersbereichen sieht. Ich liebe alte Menschen, weil sie erfahren sind. Ich liebe junge Menschen, weil sie dynamisch sind. Bei uns in der Akademie gibt es einen jungen Mann, der heißt Dr. Manuel Zorzi. Hier drüben sitzt er gerade. Er, wenn er schon in die Akademie reingeht, ja, der hat einen Schritt. Hey, das macht mich an, das motiviert mich. Und das ist ja auch der Punkt, schauen Sie sich mal an, im Umfeld, wo Sie sitzen, wer motiviert Sie denn und wen motivieren Sie? Man geht in die Firma rein und sagt, ja, heute nichts los oder wie schaut denn der aus, was macht der für ein Gesicht? Ich habe letzten Freitag einen großen Vortrag gehalten in der BMW-Welt bei einem Weltunternehmen und dort waren nur 2 Referenten. Einer heißt John Navarro. Gehen Sie mal ins Internet rein, er ist ein ehemaliger FBI-Agent. Und er hat Menschen, Kriminelle gestellt, nur anhand der Körpersprache.
Also er hatte zum Beispiel einen Mord. Da war jemand, wurde verhört, der war nicht verdächtig, war kein Hauptverdächtiger. Aber der Mord wurde mit einer ganz bestimmten Waffe ausgeführt. Und hat er gesagt, wenn Sie jetzt der Täter wären, wie würden Sie den Mord machen? Würden Sie mit einer Schusswaffe, mit einem Messer oder mit einem Eispickel machen? Und bei Eispickel hat er kurz die Augen geschlossen und den Kopf gesenkt. Und daran hat er ihn gepackt. Schauen Sie mal Menschen an, wie sie mit Ihnen kommunizieren. Wie sie dort stehen. Stehen Sie so dort? Haben Sie die Hände in der Hosentasche? Haben Sie den Kopf gesenkt? Oder was ja Sympathie auslöst, wenn man mal auch so macht. Wie ist die kommunikative Begegnung mit Menschen? Und ich habe in meiner ersten Karriere gemerkt, Kommunikation ist ein Key, ist ein Schlüssel. Egal wie alt du bist, egal wie alt du bist. Ob du als ältere Dame oder älterer Herr im Altenheim bist und eben einfach in einer Notsituation die richtige Kommunikation anwendest. Ich habe kürzlich bei den Johannitern ein Interview gemacht, die genau sagen können, wie viele alte Menschen einfach nicht mehr richtig kommunizieren können oder wo die Stimme entscheidend ist. Wo man sagt, ich bin jetzt vielleicht, ich habe einen hohen Puls oder was auch immer, aber ich kann noch sagen, bitte kommen Sie. Und nicht, ja, es wird schon gehen oder so. Ja? Also Kommunikation war mein Ding und ich glaube, das ist auch Ihr Ding. Und es ist egal, ob das unsere Zuschauer sind. Es ist einfach maßgeblich wichtig, wie kommuniziert man miteinander. Welche Formen der Kommunikation gibt es? Es gibt die Stimme, es gibt das Herz, es gibt den Bauch. Der Bauch ist 100-mal schneller wie der Kopf. Und ich habe dann gemerkt, verkaufen, das ist mein Ding. Und ich bin dann weiter in der Branche gewesen und habe dann mich mit einem großen Mann in der Branche selbstständig gemacht. Ich war die erste Personalnummer. Und ich war so motiviert, ich habe die Netzwerke aufgebaut. Und Netzwerke aufbauen ist das eine, aber Netzwerke pflegen ist das andere. Der Kunde bezahlt das Gehalt. Der Kunde bezahlt alles. Und darum ist der Kunde der wichtigste Mann im Leben für ein Unternehmen. Egal, ob das Herr Löscher von Siemens ist oder ob das jetzt Herr Ermotti von der UBS ist, ist völlig egal. Der Kunde ist der Chef, ist der Boss. Und für den Kunden muss man heute auch die unterschiedlichen Märkte kennen. Wir leben heute in einem Mega-Wettbewerb. Nehmen Sie Audi, nehmen Sie BMW, nehmen Sie Mercedes. Wenn ich Ihnen die Augen verbinde und immer die gleiche Klasse nehme, wissen Sie nicht, in welchem Auto Sie fahren. Der Unterschied ist der Mensch. Der Unterschied ist der Verkäufer, der die Autos verkauft. Und da geht es schon los. Und wir machen in der Lejeune Akademie wahnsinnig viele Coachings für Top-Verkäufer. Du musst heute erst einmal emotional dich aufstellen. Du musst emotional den Kunden binden. Du kannst nicht sagen, ja, ich bin vom BMW, das ist das Auto, ja. Sondern der Kunde, ja, muss erst einmal emotional aufgefiltert werden. Und da geht schon los, wie geht der Kunde in den Laden rein? Früher wusste man, okay, der ist jetzt vielleicht so angezogen wie ich gerade, der könnte so ein bisschen Geld haben, aber da kommen welche rein mit Anorak, mit Rucksack und sind mehrfache Millionäre. Das können Sie heute nicht mehr so sehen. Heute leben wir auch in einer Freizeitwelt. Die Klamotten sind am Wochenende anders, ja, wie vielleicht unter der Woche. Ich habe gemerkt, verkaufen heißt begeistern. Es gibt 16 Stufen der Begeisterung. Begeisterung ist ein Schneeball und wird zur Lawine. Wenn Sie begeisterte Menschen um sich herum haben, dann werden Sie einfach begeistert. Begeistern steckt an. Ich bin sehr viel in den USA mit meiner aktiven Firma gewesen und ich hatte einen Geschäftsführer dort drüben, er hieß Steve Leader und er hatte einen Sohn, der war so groß, 2,5, Jonathan war sein Name. Und wenn ich in San Francisco am Flughafen war, hat mich der CEO abgeholt von meiner Firma und Jonathan war dabei. Dann hat er gesagt, Eric, how was your flight? Can I check your luggage? Because I think you have a gift for me.
Das heißt, dieser kleine Wurm, ja, hat mich mit begeisterter Miene so weit gebracht, dass immer, wenn ich rüberfahren musste, für Jonathan wusste, ich muss was reintun ins Gepäck. Begeistern heißt aber auch, dass man wirklich begeistert ist. Man kann Begeistern nicht kopieren. Ich muss mich für irgendetwas begeistern. Und für Dinge, wo es nur um Zahlen geht, nur um Sachebene, nur um Statistiken, da ist die Begeisterung ganz gering. Und drum sage ich, dass die Welt sich nach Motivation sehnt, das ist gigantisch. Ich will Ihnen etwas sagen. Heute sitzen in Deutschland 20 Millionen Menschen beim Arzt wegen Angst. Das ist eine Studie. Jeder Vierte, auch hier. Hier hat jeder Vierte Angst. Das ist eine Studie. 10 Millionen Menschen sitzen beim Arzt wegen Rückenproblemen. Das sind aber keine Rückenprobleme, sondern das sind Sorgen. 9 Millionen Menschen sind Burnout. Da sind wir schon fast bei der Hälfte. Wo kommt das her? Ich will es Ihnen sagen. No motivation, keine Motivation. Und ich kenne wirklich zwei große Motivatoren. Einer ist Barack Obama. Ich habe viel über ihn gehört von Aoma. Und Aoma Obama, sie ist eine Frau, die für Kinder in Kenia alles tut. Und sie hat gesagt, wenn jemand Burnout hat, ist es vorbei. Da ist die Flamme weg. Überlegen Sie mal, ob Sie noch brennen hier, meine Damen und Herren. Oder ob da nichts mehr ist. Aber Sie haben mal gebrannt. Und überlegen Sie mal, warum die Flamme aus ist. Umfeld. Zeige mir dein Umfeld und ich sage dir, wann du umfällst. Was ist das für ein Umfeld? Welche Leute hast du drin? Welche Stimmung ist in Ihrem Umfeld? Ach, jetzt fliegst du schon wieder nach Amerika. Hoffentlich passiert nichts. Ich habe gerade gelesen, da ist ein Flugzeug abgestürzt. Oder wie geht's dir? Geht's dir gut? Oder in der Früh in der Firma, morgen, Mahlzeit, schönes Wochenende. Alles aufgesetzt, da ist nichts mehr los, da brennt nichts mehr. Brennende Menschen gibt es unglaublich viele. Und wir in der Luzern Akademie, wir ziehen immer mehr positive Menschen an und bauen eine Welt der Motivation. Sie glauben das gar nicht. Also ich habe jetzt in den letzten 30 Jahren vielleicht so 1 Million Menschen erreicht. Mit meinen 21 Büchern erreiche ich international Menschen. Und ich rede da nicht irgendetwas, ist jetzt nicht was Luzern, sondern ich sage nur, wie toll es ist, wenn man motivierte Menschen um sich herum hat. Ich kenne einen Menschen, der ist, ja, wie soll ich ihn beschreiben? Er ist reich an Güte. Er ist Pförtner bei Siemens. Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Aber er ist sowas von herzlich zu mir. Er ist nicht neidisch. Und so hat sich eine Freundschaft über 40 Jahre gehalten. Der eine ist vielleicht da und der andere ist da, aber von der Lebenserfahrung sagt mir mein Freund immer wieder, du, ich würde so oder so machen. Mit wem können denn erfolgreiche Menschen, meine Damen und Herren, offen sprechen? Das ist ein Problem. Also nehmen Sie Beispiel Vorstände. Wenn die sagen, also du, ich müsste jetzt im Grunde nach Hause, weil mein Kind hat sich den Fuß gebrochen und ich habe es noch meiner Frau gar nicht sagen können, aber ich muss hier das Ticket schon, ich muss ja wieder nach Phoenix fliegen oder so. Er kann nicht seinem Kollegen sagen, du, wie machst denn du das? Und er sagt, aha, jetzt wird er schwach. Jetzt schwächelt er. Und schon kommen die Sägen und sagen, aha, aha, aha. Loyalität in der Familie, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft. Und Loyalität ist ein Produkt, das geht von Hartz IV bis Chanel 5. Loyalität ist etwas, was wir alle brauchen. Vertrauen. Vertrauen ist das Endprodukt, aber es geht los mit Glaubwürdigkeit.
Wie bin ich glaubwürdig? Will ich schnell ein Business machen? Will ich schnell jemanden überfordern und der kann gar nicht mehr nachdenken und dafür kommt er nicht mehr? Oder werde ich glaubwürdig und sage, schauen Sie mal, überlegen Sie sich das nochmal. Ich kenne eine wirklich wunderbare Geschichte. Ich habe mal einen großen Vortrag gehalten in Düsseldorf bei einer sehr berühmten Automarke. Dann hat mir ein Top-Verkäufer gesagt, wieso liegen Sie so vorne? Warum sind Sie so gut im Verkauf? Sagt er, ich schaue mir immer die Leute an, ob sie sich unsere Top-Marke leisten können. Und jetzt sagt er, jetzt erzähle ich Ihnen eine Geschichte. Es kam eines Tages zu mir ein Metzgermeister mit einer Tragtüte und er wollte die S-Klasse kaufen. Bah. Dann habe ich ihm gesagt, was ist das für ein Geld? Er sagte, ja, er hat gerade Ärger mit der Frau und jetzt haben sie sich getrennt und so. Und er hat gesagt, wissen Sie was, es ist keine gute Idee, dass ich Ihnen jetzt diesen Wagen verkaufe. Gehen Sie noch mal nach Hause, machen Sie das jetzt nicht. Dieser Metzgermeister hatte sich wieder mit der Frau zusammengetan und seitdem ist dieser Metzgermeister Kunde bei ihm geblieben. Vertrauen heißt Glaubwürdigkeit. Vertrauen heißt, das Gegenüber überzeugen. Und überzeugen geht nur mit echten Fakten. Bei mir ging es dann weiter. Wir haben ein Unternehmen aufgebaut in der Elektronik. Das war seinesgleichen zu suchen. Das Wirtschaftswunder stieg und stieg und stieg und stieg und stieg und meine Wenigkeit stieg mit. Und ich merkte einfach, dass mein damaliger Chef von mir alles wollte und ich habe ihm alles gegeben. Und das ist keine gute Idee. Schauen Sie auch immer im Leben drauf, dass Sie immer wieder auch was zurückbekommen. Sogenannte Win-Win. Nicht sich total verausgaben, wie ich das damals gemacht habe. Und was soll ich Ihnen sagen? Eines Tages platzte in mir einfach dieser Missmut heraus und ich war ganz weit oben im Leben. Ganz weit oben. Es war so in den Mitte der 70er Jahre. War Millionär gewesen, habe alles erreicht. Und dann habe ich an Weihnachten meinem Chef mal die volle Wahrheit gesagt. Sagt, Sie nützen mich aus, Sie lügen mich an. Und dann hat er etwas gemacht, mit dem ich nicht gerechnet habe. Was aber heute, wenn man die Wahrheit sagt, sehr oft vorkommt, dann konnte ich mir einen Tag später über seine Anwälte die fristlose Kündigung aus dem Briefkasten holen. Mein Leben ging dann so runter, schnurstracks, und alles war weg. Meine damalige erste Frau, Scheidung, dann hatte ich ein Wettbewerbsverbot zu beachten. Ich konnte nicht mehr in der Branche arbeiten für 2 Jahre. Es ging wirklich immer mehr runter. Es kann übrigens jedem Menschen passieren. Immer mehr runter, immer mehr runter. Und ich habe überlegt, es kann doch nicht sein, vor einem Monat warst du so weit oben und jetzt bist du unten. Und für mich gab es nur 2 Dinge. Entweder ich bringe mich um oder ich finde einen Neuanfang. Und ich habe mich besonnen über mein Leben. Ich habe mein Leben mal aufgearbeitet. Und ich habe gemerkt, und das ist wirklich auch etwas, was Sie auch kennen aus Ihrem eigenen Leben. Wenn man wirklich in solche Probleme reinkommt, ist man meistens zu 50% selber schuld. Ist nicht nur der andere. Natürlich sieht man das in dem Moment nicht so. Aber es war so. Ich habe dann mit meinen letzten Kröten in einer 3-Zimmer-Wohnung in München mein Unternehmen CE gegründet. 26 Jahre später war mir der größte Chipbroker der Welt, waren mehr wert an der Börse wie die deutsche Lufthansa. Und manchmal kommt aus der stärksten Not die beste Idee. Not ist manchmal ein unglaublicher Motivationsbeschleuniger. Und dann war alles erreicht im Leben und dann habe ich gedacht, was kommt jetzt? Und jetzt kommt das Thema Motivation Deutschland. Ich bin der Meinung, wenn man im Leben so viel erreicht hat, dann sollte man etwas zurückgeben.
Und bei mir war es einfach so, ich habe in meinem Leben bis dato 2 Millionen Mal erfolgreich verkauft. Also konnte ich sagen, du kannst ja was zurückgeben. Du kannst ja Menschen trainieren, wie sie gut verkaufen. Du kannst Menschen begeistern. Du kannst ihnen in Bildern erzählen, wie dein Leben war. Wie du nach Japan gefahren bist. Wie du in 5 Erdteilen Firmen gebaut hast, obwohl du ganz schwach Englisch konntest. Wie hast du das alles gemacht? Wie bist du mit Hürden umgegangen? Und so war es dann. Ich habe gedacht, ich muss irgendetwas zurückgeben. Und habe dann 2003 die Lejeune Akademie auf Anraten des damaligen Kultusminister Hans Zehemeyer gegründet. Er hat gesagt, Mensch, Erich, dein Leben ist eine Akademie. Und Sie sicherlich auch, Herr Pomschau, Ihr Leben ist auch eine Akademie. Und Sie auch, Sie haben Erfahrung. Und gerade jetzt hier, dieser wunderbare Abend zusammen, tauschen Sie Ihre Erfahrungen aus, ja, und schmieden Sie einfach dieses Onshoring, ja, macht das zu einem Produkt. Und das ist gut, das ist ein Thema für Deutschland. Onshoring-Tag für Made in Germany. Ja, und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Und ich bin dann zu dem Thema gekommen, Motivation ist ein Wahnsinnsprodukt für 7 Milliarden Menschen. Und ich habe dann 2 Bücher gemacht, eins davon Lebenswissenschaft, Motivation. Ich habe gesagt, was passiert denn bei Menschen, die motiviert sind und was passiert bei Menschen, die demotiviert sind? Ich stellte fest, Demotivation kommt sehr viel aus dem Umfeld. Demotivation kommt sehr viel durch Energiemangel. Die Energie ist nicht oder durch Erfolgsmangel oder durch verkehrtes Denken, das eben über lange Zeit geprägt wurde, weil man eben nicht so erfolgreich war oder weil man eben einfach in einer Falle sitzt, weil man nicht rauskommt. Und mit anderen Worten, ich habe dann gemerkt, es gibt noch etwas, und zwar die Philosophie. Was ist ein gelungenes Leben? Was ist Begeisterung? Warum leben wir? Und vor 2 Tagen hat der amtierende Bundespräsident den Lehrstuhl, Erich Lejeune Lehrstuhl an der Hochschule für Philosophie eröffnet. Mit einem weltberühmten Professor. Das heißt, Motivation ist ein Thema, ist ein Gefühlszustand, ist etwas, was Sie alle brauchen. Und was aber wie beim Autofahren, es verbraucht sich. Und wer einen leeren Motivationstank hat, brennt nicht mehr. Und Motivation ist aber auch ein unglaublicher Vorwärtsgang. Sie brauchen es, wenn Sie Krise haben. Sie brauchen es, wenn Sie einfach Lebensfreude wieder bekommen wollen. Und darum glaube ich, ist es wichtig, auch für Sie als junge Unternehmer oder als gestandene Unternehmer, als Menschen, die vielleicht auch jetzt in Situationen gerade drin sind, wo Sie sagen, ich habe Hürden, ich habe Hindernisse, ich muss vielleicht auch auf Rückschläge gehen. Denken Sie daran, dass Sie ein Ziel haben, dass Sie Freude am Leben bekommen, dass Sie eine gute Stimmung haben und dass Sie wirklich um sich herum Menschen haben, die eher optimistisch sind als negativ. Denn negativ macht negativ. Und optimistische Menschen, das ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk wünsche ich Ihnen. Vielen Dank.